In diesem Karton steckt ein Raspberry Pi. Was ist das genau und was kann man damit machen? Ein Raspberry Pi ist ein Minicomputer und das für gerade mal um die 40 Euro. Für das Geld bekommst du allerdings nur die nackte Platine. Für 20 Euro mehr gibt es den Pi auch in einem Komplettpaket. Das beinhaltet dann meist ein Gehäuse, Kühlkörper, Netzteil, eine Speicherkarte und das lässt sich wirklich kinderleicht zusammensetzen. Wenn du den Pi mal aus der Nähe anschaust, dann siehst du auf der Rückseite einen kleinen Einschub für eine Micro-SD-Karte und das ist quasi die Festplatte vom Pi. Dort ist das Betriebssystem drauf und das lässt sich sehr leicht austauschen. Auf der Seite findest du einen Stromanschluss, einen HDMI-Anschluss, einen Audioausgang und auf der nächsten Seite dann nochmal einen Netzwerkanschluss und vier USB-Anschlüsse, zum Beispiel für Maus, Tastatur oder eine größere Festplatte. Und auf der anderen Seite sind mehrere Kontakte und von oben auch noch so Stecker zugänglich. Dadurch kannst du ganz einfach Erweiterungsmodule anschließen, zum Beispiel eine Kamera oder sowas. So, was kann man damit alles anstellen? Ursprünglich wurde das Gerät eigentlich als Linux-basierte Lernplattform entwickelt. Dadurch ist es perfekt für Schulen geeignet, denn dieses Linux ist nicht nur sicher, es enthält auch alle standardmäßig gebrauchten Werkzeuge, einmal die für die Softwareentwicklung, aber auch einfache Büroprogramme und sowas wie Webbrowser natürlich auch. Der Raspberry Pi ist auch extrem beliebt als Media Center. Das heißt, du schließt einfach einen Fernseher an dem HDMI-Anschluss an und dann vielleicht noch eine externe Festplatte und fertig ist dann Heimkino. Noch eine letzte Idee, zum Beispiel Überwachungskamera. Du verwendest dafür einfach ein zusätzliches Modul und die Daten kannst du über das eingebaute WLAN übertragen. Also zusammengefasst, Raspberry Pi kostengünstig, stromsparend, flexibel, eine richtig geniale Erfindung. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.